So, liebe Leute, da sind wir wieder. Also, das nächste Training steht an. Gucken wir mal, was wir heute reinmachen. Schwierigkeit. Hui, alles schwer hier. Alle empfohlene Sachen sind schwer. Dribbling-Parcours hatten wir schon. Wir können jetzt gerne was Neues machen. Steilpässe mittel. Präzisionspass leicht. Dann nehmen wir mal Präzisionspass mit für uns. Schuss würde ich ganz gerne noch irgendwas machen. Da waren ein paar coole Sachen dabei. Kopfball-Lupfer haben wir schon gemacht. Schussgenauigkeit schwer. Fernschüsse mittel. Okay, das machen wir mal. So, und ansonsten fügen wir hier die empfohlenen Sachen wieder dazu. Gucken, ob wir uns da wieder ein bisschen durchbeißen können. Nichts mehr empfohlen. Er hat nichts mehr empfohlen zurzeit. Kann man das auch irgendwie alles aufbrauchen? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir können hier die Sachen aufbrauchen. Ja, ich kann nichts auswählen. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Ich kann keine vierte Übung hinzufügen. Wir probieren mal das erste. Wir machen mal das erste. Und gucken mal. Ja, das ist aber eigentlich einfach. Das haben wir schon mal gemacht, glaube ich. Lange Bälle könnte es ein bisschen verbessern. Wenn wir das schnell und sauber jetzt hier über die Bühne kriegen, dann können wir da ein bisschen ein bisschen Punkte gut machen. Zack. Einfach schnell und exzellent fertig kriegen. Perfekt. So. Sehr schön. Sehr schön. Da kriegen wir ein fettes A. Nächste Einheit. Fernschüsse, das ist interessant. Zieh aus der Distanz ab und peile die offenen Torbereiche an, um den Torwart zu überwinden. Ah, das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Das ist echt nicht ein... Oh ja, das ist echt... Das haben wir schon mal probiert. Aber er hat halt einfach keinen Schuss. Ja, oh, gut. Erste war drin. Jetzt muss ich nach rechts schießen, ne? Oh, das kann er halt nicht so gut. Weil die diese komisch auflegen. Warum legt ihr diese komisch auf? Das ist echt nicht so einfach, wenn die dir so hochlupfen. Oh, an den Pfosten. Das war nicht so schlecht. Ja, was soll ich mit dem Schuss machen? Da kriege ich gar nichts dafür. Ich muss nämlich auch ins Tor treffen, das ist das Problem. Guck mal. Was soll denn der Mist? Da kriege ich ein D. Das ist gar nichts. So, der geht ja noch ganz gut. Aber was haben die, warum müssen die so auflegen? Ja, ich muss dann stoppen und dann kann ich den nicht mehr aufs Tor zielen. Mann, ihr Doofies. Oh, drüber. So, neuer Versuch, komm. Jetzt hat er mir den... Oh, aber den habe ich ja kritisch schön reingesetzt, ne? Rechts wieder, oder links oben. Ah, oh, wieder vorbei, das kann er halt nicht. Er hat mit links abgeschlossen, glaube ich, ne? Das geht. Aber auch nicht. Den habe ich auch nicht getroffen. Ich glaube, mehr als ein D ist hier auch nicht drin. Ja, mit links kann ich nicht schießen. Das ist ja sein schwacher Fuß. Und wir haben hier einen 69er Spieler. Ist ja jetzt kein Robben oder so. Oder Lewandowski, wisst ihr? Mit dem kann man die Dinger bestimmt da reinsetzen und exzellent abschließen. Also easy, meine ich zumindest. So, und jetzt wieder hoch. Und dann muss ich den erst annehmen. Das ist Mist. Einen Versuch mache ich noch. Komm. Hat er auch gehalten. Shit. Der erste war immer so mein sicherer. Oh Mann, ich würde auch ganz gerne mal reinschießen. Aber ich finde die Aufgabe echt nicht einfach. Wie gesagt, weil du... Da brauchst du schon einen guten Fernschuss, damit du das hier auch abziehen kannst. Ach, wieder an dem Pfosten. Da habe ich mir jetzt extra mal Mühe gegeben bei dem Schuss. Was wird's denn... Er kann den, wenn die so auflegen, kriegt er den fast gar nicht verarbeitet. So, jetzt. Da. Der läuft ja an. Ich meine, ich kann ja nicht stoppen vorher. Ich bin am Anlaufen. Ja, weg. Nächste, die kriege ich die noch hin wenigstens. Ballbesitz halten. Überquere mit deinen Dribbling-Fähigkeiten den gesamten Platz. Überwinde die Verteidiger mit angetäuschten Schüssen, Spezialbewegungen oder schnellen Drehungen. Triff zum Abschluss... Was? Spezialbewegungen, da geht das schon los. Skill dich, ne? Skill da durch. Wie soll ich denn das machen? So.
Ich laufe hier mal durch, mal gucken, was passiert. So. So. Ach so. Ach, ich muss vorbeilaufen. Ach so. Ja. Ach, ich hätte da reinschießen müssen, ne? Ne, kann ich nicht. Ich kann da nicht vorbei. Doch. Aber er hat mich festgehalten. Was macht man denn da? Sowas hier? Ne, geht auch nicht. Pff. Da, das habe ich geschafft. Ah, jetzt habe ich ins Tor geschossen, so. Na, ja, da komme ich doch nicht vorbei an den. Doch, an dem bin ich vorbeigekommen. Oh, und da habe ich jetzt eben so schön stehen lassen, habt ihr das gesehen? Übersteiger, oh. Ergebnisse ansehen. Meine Güte. Oh, wie schlecht. Keine Ahnung, wie das schaffen sollst, wenn du jetzt, musst dir Spezialbewegungen reinziehen. Wie gesagt, hier kann ich keine Übung mehr hinzufügen. Guck, das ist alles, ich kann nichts auswählen. Ah doch, bei Abwehr geht noch eins. Okay, Grätschen. Und Übung 5 noch, da können wir vielleicht noch was machen, passen. Ne, nur Abwehr geht oder was? Ne, Schuss. Ist alles ausgegraut, guck mal, das ist alles ausgegraut. Standards? Ah, Elfmeterschießen. Ja, den Rest können wir simulieren. Oh Gott. Ja, die einfachen Sachen kriege ich noch hin, aber... Oh, da hat bei Elfmeter hätte ich mal selber schießen sollen, wa? Ein F. Ah, so. Training beenden. Das war jetzt nicht so prickelnd. Wir machen mal weiter. Nächster Spieltag steht an. Schaffen wir aber in der Folge nicht mehr, ansonsten ist die einfach zu lang. Aber eine 70 haben wir mittlerweile, wo ich nicht dribbeln kann. Hey. So. Mein Pro. Chancen. Ja, ein bisschen was habe ich ja geschafft an Chancen, ne? Ich erwarte eine durchschnittliche Spielerbewertung von mindestens 9. Ich habe durchschnittlich 6,3. Wie willst du mindestens 9 schaffen? Keine Ahnung. So. Spielerform. Okay. Absolvierte Spiele 2. Was können wir noch? Ah, Saison können wir uns mal angucken. Hier die Tabelle. Wo sind wir denn da? Ja, da müssen wir jetzt einen Sieg reinhauen, ne? Weil Wolfsberger AC, SV Ried und Alltag haben alle doppelt gewonnen. Aber die anderen haben auch, also die Favoriten zumindest, haben alle geschwächelt, ne? Guck mal, Rapid Wien, Salzburg hat geschwächelt. Wacker, Admira Wacker hat geschwächelt. Ah, gut. Wolfsberger AC ist aber heißes Pflaster, ne? Haben die nicht gegen Dortmund gespielt? Ja, ich glaube, ne? So, 2:1 hat Red Bull Leipzig, oder ist Leipzig, Red Bull Salzburg natürlich verloren. So, Austria Wien hat auch verloren. Gut, 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 gut. Also geben wir Gas. Nächstes Spiel steht an. Morgen nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.